Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zum Let's Play von Mindblade Warband, dem RPG Let's Play. Ja, wir haben hier eine starke Gegenwehr. Wir müssen unbedingt berittene Charaktere haben, also Truppen haben. Ich denke, wir werden einmal probieren, zu den Nords gelangen und dort mal ein paar der Seebanditen besiegen. So, machen wir mal Charisma wieder und dann auf Handel. Hä? Wir brauchen das Handel momentan. So, weiterhin hier. Gut. Okay, lassen wir das so. Das müssen wir nicht denken. Jetzt müssen wir irgendwie hier Richtung Nord gelangen. Es ist einfach zu unfair, finde ich. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Seht ihr, da habt ihr schon mal 13. Fast erwischt. Also die Steppenbanditen hier sind uns ein bisschen zu schnell. Everything has a price. Even your life. Ja. Gut, nehmen wir das 12. Geben wir das 12 denen sozusagen. Da haben wir einen Reisenden. Ja. Nichts Gescheites. Waffenhändler. Oh, ich will die Badisch. leider. Zu teuer. Viel zu teuer natürlich. Gut. Jetzt hauen wir hier ab. Dieses Banditenlager werden wir dann ausreichen, wenn es nicht die normalen Soldaten machen. Was Sargot? Sargot ist wo? Da. Okay. Vielleicht können wir den Nords auch noch helfen. Belagert. Burg Agun. Okay. Samara. Wo ist denn Samara? Sehe ich jetzt gerade nicht. Hä? Bin ich blind? Burg Samara. Da. Okay. Ist ein bisschen schlecht markiert. Gut. Wir gehen aber jetzt weiter. Wir haben vieles zu tun. Okay, hier haben wir schon weniger böse Truppen. Kenne ich euch? Mein Name ist Leiter Monika Basel, stehe zu Diensten her. Ich bin Hugo Neuyan, Vasall von Köln, Kanat Gegit und Fürst von Tash, Kalun und Nedelke. Und ich habe jetzt eine Zunge, die gespalten ist. Ihr mögt vielleicht nicht von edler Geburt sein, doch selbst ein meiner, so sie denn ausreichende Tapferkeit zeigt, kann eines Tages etwas aus sich machen. Okay. Ja, wir wollen jetzt noch keine Aufträge annehmen oder so, weil wir ja eben weggehen. So. Gehen wir mal zu Rutuna und holen uns... Ja, geht gar nicht. Müssen uns das später noch... müssen das später machen. Aber kurz nach Rutuna noch gleich.
Wir brauchen nämlich noch Vorräte. Ja. Das müssen wir irgendwie dann bei Nords machen. Ich hoffe, das reicht mit dem Essen. Wir gehen jetzt mal zu dieser blauen Burg. Das sind nämlich die Nords. Gut. Okay, hier haben wir mal freie. Ja, kommen keine Gegner uns entgegen. Die reiten, die extrem schnell sind. So, dann gehen wir mal zu diesem Krieg da vorne in Sargot. So, wie kommen wir am besten hier rüber? Dort gibt es eine Brücke. Aber hier auch. Ah, hier geht es so außen herum. Gut, dann sind wir schon mal hier in der Nähe der Banditen. So, dann tun wir mal ein neues Ding. Nord 1. So, dann wissen wir das erste Mal bei Nords. Telrot. Wo haben wir jetzt die Banditen? Sind die nicht hier in der Nähe? Doch, die sind doch irgendwo hier in der Nähe. Je nachdem. Bisschen laggy hier oben. Okay, also ich hoffe, die werden hier verlieren. Reden wir mal nicht mit diesen. So, mal kurz hier schauen. Ja, alles teure Sachen, hä? Komm schon. Ein Bandit, bitte. So, jetzt ist auch wieder Tag. Ist ein bisschen besser für uns geeignet. Na gut. Suchen wir einfach mal ein paar. Haben sicher ein paar teure Lebensmittel. Das ist verderbliche. Am liebsten habe ich Brot. Ja, ich kann nichts dafür. Mach beim Turnier mit. Schenke, Karawanenwache, wandernder Arschlick, Marktplatz, Warenhändler. So, dann müssen wir okay, komm. Die zwei weg. So, und wenn ich jetzt hier Brot mitnehme. So, haben wir wieder Essen, aber nur kurz. Banditen, bitte. Irgendwo müssen doch Banditen sein. Ja, auch alles teuer. So. Da haben wir Menschenjäger. Da muss doch in der Nähe irgendwo ein Bandit sein, wenn hier Menschenjäger sind.
Es sind immer so Frauensprüche hier oben. Dann verlieren sie die Männer an Beziehung und dafür bekomme ich irgendwie Ansehen. Aber die mache ich jetzt momentan nicht, wenn ich kein Ansehen brauche. Oh, Deserteur. Die werden wahrscheinlich schwer sein, aber ich habe dann gute Waffen und so. So, ich will aber, kommt alle zu mir. So, sie kommen. So, mal schauen. Was? Schon einer gestorben? Was ist denn das für ein Dummer? Das sind schon starke Gegner, aber. Was ist denn das für... Ihr seid so blöd, hey. Gott, oh Gott. Ja, greifen wir weiterhin an. Jetzt hört doch mal auf. Bleibt jetzt mal hier. Ah, es liegt alles an der KI. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist klar, dass ich nicht gewinne, wenn alle immer auf mich gehen. Weiß nicht, was ich machen soll. Schwierigkeitsgrad soll so hoch sein. Aber nicht die KI so dumm. Dann werden wir ganz viele Huskals ausbeten und gehen dann zurück ins Khanat Kergit-Reich und werden dort dann die die Reiter holen. Irgendwie so ein bisschen taktisch kämpfen. Aber ich liebe das so, wenn das ein bisschen schwer ist. Aber so verlieren wir jetzt. Ja, so, so, so. Die KI auf Pferd ist einfach zu schlecht, habe ich das Gefühl. Am Anfang. Später haben die. Sind die so OP. Das ist. Schon fast zu leicht ist, ja. Ja, stirbt alle, komm. Hallo, Pferd? Muss nicht einfach irgendwo stecken bleiben. Ich will doch nur abhauen. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Gut. Sterbe ich dann noch wegen Hunger und alles Mögliche? Was ist hier auch unmöglich? Also. Wenn ich keine Gegner finde, nur ganz starke Gegner, dann gewinne ich nie. Gewinne ich keinen Blumentopf, nix. Ich gehe jetzt den. Ich komm, folge mir. Ah, komm, hey. Was sowas von verrecken. Qualvoll sterben. Das sind doch immer wieder Tausende von Banditen gewesen. Wo sind denn die? Ja, sicher. Ganz klar.
Oh Gott. Auch jede Quest von Dörfer und so ist noch zu schwer sicher. Na gut. Wir haben noch keine Kampferfahrung, nix. Kein einziger Bandit. Nicht mal etwas. Nur Deserteur. Die natürlich auch immer zu geritten sein müssen. Beritten. Hei, hei, hei. Und hier haben wir auch nichts, gell? Wir machen eine schöne Weltreise. Und sind so ein bisschen am Arsch. Ja, wir müssen das ganze Let's Play eigentlich so ein bisschen anders taktieren. Das ist ein bisschen zu starke Banditentrupp. Unsere Truppen sind sowieso noch geschwächt. Das sind Dorfbauern. Die sehen ja auch wie Banditen aus. Ja. Von der Farbe her. Ja, dann gehen wir einfach mal hier. Suno ist, also, Suno, hier um Suno ist es sowieso immer am einfachsten. Das Waldische Reich ist immer das einfachste Reich. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich nur ein paar Banditen haben, die wieder nicht aufkreuzen wollen. Das geht auch nicht deshalb. Weg da. Wir gehen jetzt in diesen Wald hier. Da gibt es meistens Banditen. Töten mal ein oder zwei. Die würden gehen, hä? I'd slit your throat for a trinket. So, mal gucken. Ihr seid aber sehr gut ausgerüstet, hä? So. Wo seid ihr? Dort hinten. Also kommt mal mit. Tötet doch endlich! Gott, da bekommt man ja mega Furcht über von diesen 000. Toll! Die haben ja keine Chance! Was sind denn das für schwache Teile? Es greift doch wenigstens mal an, du blöder Bogenschütze. Triffst du eigentlich nichts, oder was? Du bist beritten. Hopp. Greif an. Schwächlinge. Ja, ja.
sollen wir jetzt machen? Vielleicht mal eine Quest oder so, wo man nicht braucht. Irgendwie müssen wir doch an Geld kommen. Das ist jetzt eigentlich unsere letzte Chance, irgendwie eine Quest anzunehmen, die geht. Da oben ist der Mann, der Dorfälteste. Ja, aber wie bekommen wir die Pferde über? Naja, lassen wir das mal. Ja, hier sind überall Banditen. Und es ist so balanciert, das Game ist genial balanciert. Das kann ich fast nicht fassen. Oh. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Dann mal hier hin. Nix. Wer bist du da? Ein Dörfler, aber der ist nur... Der redet nicht mit mir. Der läuft doch. Ganze Zeit belagert weg hier die Nords bei Sarkov. Sarkov. Ist nicht so gut. Gehen wir mal nach Chide. Gut. So. Haben wir hier irgendwo... Ja, da ist er. Nichts, nirgends etwas. Ja, jetzt bald haben wir wieder zu wenig Moral. Schulden als ein Euro Schulden. Gut. Keiner hat eine Quest für mich. Eine Fächer. Gar keine Truppen mehr. Wir haben nur noch den Gefährten. Na toll. Na gut, dann weiter. Machen wir ein bisschen längere Folge. Ein bisschen Geld will ich noch verdienen. Für ein paar Truppen. Müssen wir schauen, wo hier der Dorfälteste ist. Er ist sicher da ganz oben. Schrecklich, wie man da hier auch hochkommt. So jetzt. Gut.
Dann mal schauen hier. Auch nichts. Okay, noch ein Dorf und dann machen wir mal Pause für diesen Part. Da hoch müssen wir. Oh je. Sonst müssen wir nochmals neu beginnen, aber... Nein. Ein anderes Dorf. Komm schon. Laufen. Oder reiten. So, oh. Leuchtende Bäume. Da vorne. Nein. Schade. Okay. Dann machen wir mal. So, gespeichert haben wir. Und ich überlege mich bis zum nächsten Mal, was ich so machen soll. Wenn ihr Tipps habt, dürft ihr die gerne mir natürlich schreiben. Ich habe einfach auf... Ja, es ist klar, es ist extrem realistisch und deshalb sehr schwer, aber... Ja. Ich bin halt noch nicht der super mega gute Spieler von Mountain Blade Warband. Andere würden auf sehr schwer noch gut durchkommen und so. Und ja, mal gucken. Also, danke fürs Schauen. Euer Drachenbart. Tschüss.